Wir sind jetzt am Weg zu meinem Anzug. Mal schauen, ob ich wirklich einen bekomme oder ob ich mein Ende finde. Nein, Spaß. Mal schauen, ob sie überhaupt offen haben dann. Sie hatten offen. Servus Leute, ich war vor kurzem in Bangkok und dieses Video mache ich, um euch zu warnen. Diesen Anzug hier, auch wenn er vielleicht ganz nett ausschaut, wollte ich eigentlich gar nicht kaufen. Falls ihr B-Roll Productions, auf Facebook geliked habt, dann wisst ihr vielleicht schon die Geschichte. Aber wenn nicht, ich wurde von der Tuk-Tuk-Mafia ausgenommen. Hier die Geschichte dazu. Die Larissa und ich sind aus unserem Hotel gekommen, weil wir uns einen Markt anschauen wollten. Und auf dem Weg dorthin sprach uns auf einmal ein Mann an. Hey, wohin geht's hier? Und wir sagen ihm halt, dass wir zu diesem Markt gehen wollen. Und er meint, der ist heute geschlossen, geht's nicht dorthin. Aber weil der alte König von Thailand vor einem Jahr gestorben ist, kam jetzt ungefähr ein Jahr später der neue König an die Macht. Deswegen, das stimmt auch, waren viele Betriebe nicht im Betrieb. Und es gab ein paar Wochen, wo das Land halb lahmgelegt war. Und jedenfalls haben sie uns von diesem Angebot, von diesem Special, was es heute gibt, erzählt, dass der Staat ihnen zur Feier eben den Sprit zahlt und sie Touristen urbillig rumführen können. Und deswegen haben sie uns angeboten, dass sie uns zu 3 Sehenswürdigkeiten, glaube ich, waren wir, bringen und retour für 80 Baht. Das sind umgerechnet ungefähr 2 Euro. Und die Larissa und ich waren halt sofort dabei und haben uns gedacht, super, oder Zufall, perfekt. Gut, Tuk-Tuk-Fahrt beginnt. Erster Stopp, Riesenbuddha, alles chillig, noch nichts auffällig. Doch dann, zweiter Stopp, irgendein Tempel, wo man sich angeblich was wünschen kann. 3 Wünsche. Wir kommen hin und auf einmal ist ein Mann schon dort. Super nett. Erklärt uns alles zu dem König, zu Buddhismus generell was, zu diesen Wünschen eben. Larissa und ich wünschen uns 3 Sachen, ganz ernst, voll dabei. Und dann fragt er, woher wir kommen. Wir erklären ihm aus Österreich. Er erklärt uns, dass er Verwandte hat in Österreich und redet mit uns über Mozart und was auch immer. Und wir gleich, wow, super netter Typ, cool, cool. Und irgendwann erklärt er uns, dass normalerweise importieren sie Stoffe aus China. Und jetzt zur Zeit, eben wegen dem neuen König, gibt es echten thailändischen Kaschmir in den Fabriken hier. Und wir sollen unbedingt vorbeischauen. Die machen uns einen super maßgeschneiderten Anzug mit echt gutem Kaschmir zu einem super Preis. Und ich habe es nie ganz verstanden, warum ich mir dort einen Anzug machen sollte. Habe das auch mehrmals der Larissa gesagt. Habe mir gedacht, gut, Mann, rede nur. Ich werde keinen Anzug kaufen, aber danke für die Info. Der nächste Stopp war dann auch schon die Factory, also die Fabrik, wo eben die super Kaschmir-Anzüge hergestellt wurden. Wir kamen dort an, etwas verwundert, weil es doch einfach ein ganz normales Haus war. Ich war einfach dort mit Tanktop, frisch rasierter Glatze. Komm rein. Tür wird mir aufgemacht von innen. Alle super fancy angezogen. Und Auftritt vom besten Verkäufer, den ich in meinem Leben gesehen habe. Zuerst einmal Respekt. Hey, du hast deinen Job getan, aber du bist auf meiner schwarzen Liste, okay? Ich wollte keinen 200 Euro Anzug. Er nimmt uns gleich zur Seite, schenkt uns Wasser ein, legt uns Kataloge hin, fängt an zu reden, welche Anzüge mir gut passen würden, welche Farben, welche Muster, alles mögliche. Ich und die Larissa denken uns, hey, wo sind wir da jetzt auf einmal? Warum werden wir da auf einmal so bedrängt eigentlich? Ich wollte noch immer keinen Anzug kaufen, aber er redet ein bisschen mit uns. Auf einmal fängt er an, Deutsch zu reden. Hey, I make you as a coat, and a hemd, and a hose, and a Krawatte. Ich frage mich echt, wie viele Sprachen der Mann schon kann. Zumindest diese Worte. Und ja, wurde halt immer sympathischer und ich war immer mehr dabei. Ja, hey, ein Anzug. Mein Anzug ist nicht so klein. Schauen wir mal, welche Stoffe der Mann hat. Er bringt mich zur Stoffwand. Ich schaue mir alles in Ruhe an. Er hält mir Stoffe hin. Ich habe nach ein paar Minuten habe ich schon ein paar Stoffe auf den Schultern. Posiere vor jedem Spiegel. Zeigst der Larissa. Hey Larissa, was denkst du davon? Schau ich gut in dem Stoff aus. An dem Punkt war ich schon, okay, Anzug wird gekauft. Jetzt geht's nur noch ums Preisliche. Und er steigt ein, machen wir 250, du bekommst einen super Anzug. Und ich habe schon ein paar Geschäfte davor getätigt in Bangkok, war schon etwas abgehärteter. Na. Ich bin etwas knappe Kasse, 200, das passt. Und er, boah, puh, du nimmst mich aus. Da muss ich kurz mit meiner Managerin reden.
Jedenfalls kommt dann eine Frau dazu, sie reden kurz auf Thailändisch, beraten sich schon ab und zu mir rüber. Na gut, Mister, 200. Handshake, Deal, done. Ich unterschreibe alles, bekomme eine Rechnung, wo dreimal fett No Refund drauf gestempelt wurde. Keine Alarmglocke natürlich bei mir. Wir kommen zurück ins Hotel, kurz Nickerchen, wachen auf. Und da es ja doch eine Investition war, wollten wir ein bisschen Internetrecherche machen. Und ja, kommen drauf. Hups, genau die gleiche Geschichte, die uns heute passiert ist, steht im Internet zig Male. Und die beschweren sich alle, dass sie ausgenommen wurden oder bedroht wurden. Also angeblich werden auch manche Verkäufer, wenn du dann nichts kaufst, eben aggressiv. Also auch, hey, Glück, falls das so einer war, weiß ich nicht ganz, schwer zum Einschätzen. Sind sicher nicht alle so. Ich habe auch Geschichten gehört, wo Leute einfach weggegangen sind und es war kein Problem. Aber auch viele haben sich beschwert, dass sie eben einen Kaschmiranzug gekauft haben und dann einfach einen Polyesteranzug bekommen haben, der nicht wirklich gepasst hat oder so. Meiner passt zum Glück gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es echter Kaschmir ist. Ich glaube auch, dass es Polyester ist, aber ich sage einfach, es ist Kaschmir, wenn mich jemand fragt. Ja, er fühlt sich schon etwas härter an als die Stoffe, die ich dort anprobiert habe. Aber ich halte den Anzug noch nicht. Ich habe ihn erst schneidern lassen und als er dann fertig war, waren wir bereits in Myanmar. Deswegen haben wir uns ausgemacht, okay, wenn du dann zurückkommst in einem Tag, wir sind nämlich nach Myanmar gefahren, dann wieder einen Tag zurück nach Bangkok, weil dort unser Flug ging. Und hat er gemeint, ja, hey, kommt dann einfach dort vorbei, passt perfekt. An dem Tag, wo wir dann wieder in Bangkok waren, hatten wir einen ziemlichen Zeitstress. Wir mussten zum Flughafen am Vormittag. Aber ich wollte noch meinen Anzug holen. Und die haben so gegen 9 angeblich geöffnet dann. Obwohl es war Sonntag und wir waren nicht sicher, ob sie auch am Sonntag offen haben. Wir fahren hin. Tatsächlich, es ist offen. Ich komme rein. Es sind fast keine Leute da. 2-3 Verkäufer. Abholung? Ja. Ich bin hier für die Abholung. Okay, passt. Geh einfach dem Mann da hinten nach. Und in der Ecke steht ein Mann mit Kopfhörern. Fangt auf einmal an zu gehen. Ich gehe ihm nach. Wir gehen durch eine Küche durch, Stufen rauf und dann in ein Nebenzimmer. Und an dem Punkt wurde ich wirklich, da ging mir ein bisschen in die Muffen. Also da muss ich schon sagen, dass ich da etwas nervös wurde. Ich warte dort 1-2 Minuten und dann kam er tatsächlich mit eben diesem Anzug. Sagt, hey, probier es noch an. Ich probiere es noch schnell an. Hab mir aber gedacht, okay, gut, egal was ist, ich sage, es passt. Und gehe. Ganz schnell alles gemacht, angezogen. Passt, super, hey, danke, wuhu. Gegangen, Taxi und zack. Flughafen. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch meine Kappe im Proberaum vergessen habe. Meine 2-Euro-Kappe. Aber wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Deswegen, Taxifahrer, zurück zur Mafia bitte. Zurück bei der Mafia. Servus. Muss noch kurz meine Kappe abholen. Kappe geholt und dann noch zum Flughafen. Ging sich alles super aus. Nochmal Glück gehabt. Und ja. Was ist jetzt der Punkt, den ich machen möchte mit diesem Video? Es soll einfach nur eine Warnung sein an euch, wenn ihr in Thailand seid. Die Leute sind sehr nett, aber viele auch mit dem Hintergedanken, weil ihr eben Touristen seid und sie wissen, dass ihr etwas Geld habt und vielleicht wollen sie euch da ein bisschen mehr abzocken. Sicher nicht jeder so, aber trotzdem seid gewarnt und vor allem, wenn euch etwas passiert, was so ähnlich klingt, also ihr geht's rum, ein Tuk-Tuk-Mann spricht euch an, super Aktion heute, 80 Baht oder was auch immer. Einfach Nein sagen, gehen. Ihr wisst nicht, was ist, wenn ihr dann zur Fabrik kommt und nichts kaufen wollt und vielleicht sind das doch aggressive, dann hey, lieber gleich Nein sagen. Es ist dort eh alles so billig, vor allem Taxis, Tuk-Tuks herumzufahren. Und ja, wenn ich mit diesem Video einfach eure Wahrnehmung ein bisschen schärfen kann und wenn ich vielleicht den einen oder anderen dadurch 200 Euro oder aufwärts erspare, dann hey, freue ich mich. Wenn nicht, auch okay. Ein schönes Wochenende noch. Wir sehen uns in ein paar Tagen und bleibt kreativ.